In den ersten Jahren unserer Ehe haben meine Frau, Noemi und ich zusammen an einem, so einem, ist ein Herzensprojekt gewesen eigentlich von uns. Wir haben uns sehr investiert in ein Kinderprogramm in dem Quartier, wo wir gewohnt haben, das Wohnquartier in Lenzburg mit einem hohen Ausländeranteil. Und das Kinderprogramm hat Kinderinseln geheissen. Und wir haben da zusammen sehr viel Zeit und Herzblut und Energie investiert. Jeden zweiten Samstag war das Programm und hat uns viel Aufwand gekostet. Zwischen diesen Programmen sind wir unter der Woche noch die Familien besuchen, um die Kinder wieder einladen, weil wir gelernt haben, man muss diesen Kindern nachgehen. Die erinnern sich dann nicht mehr daran, dass das Programm ist. Und dazu haben wir noch Sitzungen gehabt und ein Team geleitet und die ganze Vorbereitung. Also da ist sehr viel Energie und Kraft und Zeit von uns reingegangen. Und und da ist etwas entstanden, da ist etwas gewachsen. Es sind mit der Zeit immer mehr Kinder in das Programm gekommen und es hat sich umgesprochen. Und wir haben so in den besten Zeiten fast 50 Kinder mit ausländischem Hintergrund gehabt an diesen Nachmittagen. Und es war wirklich einfach mega cool gewesen. Und dazu kam es, dass man uns kennt hat im Quartier, man hat gewusst von den Kinderinseln, Familien haben uns kennt, ganz viele Kinder haben uns kennt. Und das hat so ein bisschen Kreis gezogen. Und wir hatten einen guten Ruf gehabt. Das ist doch mal schön für Christen. Wir hatten einen guten Ruf gehabt, auch in den Schulen in Lenzburg. Wir hatten so Kinderwochen auch noch im Frühling und das hat man gekannt. Und wir haben geträumt, dass das noch weitergeht. Wir haben davon geträumt, dass nicht nur Kinder von Jesus hören würden, sondern dass da ganze Familien würden auf den Weg von Jesus kommen und dass wir einen Aufbruch würden erleben in diesem Quartier. Und es ist dann nicht ganz so gekommen, wie wir es uns erträumt haben. Es hat dann aus verschiedenen Gründen Veränderungen gegeben in dieser Kinderinsel. Und die Kinder sind dann nicht mehr so gekommen. Und mit der Zeit haben wir sie auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und bei all dem Schönen, was wir in diesen Jahren erlebt haben, was wirklich begeisternd war, wenn man so ein Projekt aufbaut, so ein bisschen pioniermässig, habe ich mich dann manchmal schon gefragt, was ist übrig geblieben von all dem, was wir dort investiert haben. Nicht nur wir, sondern unser ganzes Team. Was bleibt übrig von dem, was wir investiert haben? Und ich frage mich das heute noch. Hat das, was wir den Kindern weitergegeben haben, die gute Botschaft von Jesus, hat das, verändert das etwas im Leben und der Zukunft von diesen Kindern? Und ganz ernsthaft, ich habe mich dann auch manchmal gefragt, hat sich unser Engagement, unsere Zeit, unsere Kraft, die wir da reingegeben haben, gelohnt, weil wir scheinbar nicht viel Resultat gesehen haben. Und verstehe mich nicht falsch, ich kenne alle christlichen Antworten, ich bin immerhin Theologe. Ich kenne alle christlichen Antworten, nämlich das, wo man dann sagt, hey, weißt du, es passiert so viel im Unsichtbaren. Und nicht alles, was Gott wirkt, ist im Sichtbaren, sieht man gerade. Oder dass man sagt, alles, was man für Gott macht, ist nicht vergeblich. Ich kenne die Antworten. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ist da auch eine gewisse Enttäuschung, ein gewisser Frust darüber gewesen, dass nicht mehr entstanden ist aus dem, was da so vielversprechend angefangen hat, was aufgeblüht ist und dann irgendwie, wir wissen es nicht, was daraus wird oder geworden ist. Unsere grossen Träume, so wie wir sie damals geträumt haben, sind nicht dort in Erfüllung gegangen. Und mit dem sind wir mitten in dem Thema von dem heutigen, von dieser Predigt, von dem Gottesdienst. Wir reden über das Thema Trauer. Und wenn du jetzt für dich denkst, das ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich bin total happy und glücklich, dann würde ich sagen, vielleicht ist es gleich auch ein Thema für dich. Weil wir reden nicht nur über die ganz grossen Verluste, so wie es Karim vorher schon gesagt hat, sondern auch über all die Sachen in unserem Leben, die sich verändern, die zu Ende gehen. Eben ein Lebenstraum, der vielleicht nicht realisiert wird, realisierbar ist. Eine Lebensphase, die zu Ende geht. Eben Fähigkeiten, die wir plötzlich nicht mehr haben, wenn wir älter werden. Oder ein Job, der zu Ende geht. Und all diese Sachen bringen eigentlich Trauer in unser Leben hinein. Obwohl wir das vielleicht uns gar nicht so bewusst sind. Aber das sind alles Momente, wo es eigentlich gut ist, wenn wir heranschauen und auch darüber trauern. Wie schon gesagt, wir beschäftigen uns diesen Monat mit dem Thema vom in der Wüste sein. Und dort in der Wüste passieren ganz spezielle Begegnungen mit Gott.
Und wir haben schon darüber gehört, dass eben es auch darum geht, weiterzugehen. Wir haben von der Hagar gehört, wir haben vom Hiob gehört vor 2 Wochen, der Predigt vom Raffi. Und ich möchte nochmal sagen, es geht, wir beschäftigen uns in dieser Woche nicht so sehr mit den philosophischen und theologischen Fragen von, warum lässt Gott Leid zu oder nicht, sondern wir versuchen, in der Bibel und bei Jesus herzuschauen, was für Wege gibt es denn, dass wir durchs Leiden, durch die Not, durch die Trauer können durchgehen und Schritte gehen. Dass wir eine Art immer noch handlungsfähig bleiben. Und noch ein bisschen der grössere Kontext von dieser Reihe in der Wüste. Der grössere Kontext, vielleicht erinnert euch an den letzten Herbst und Sommer, wo wir davon geredet haben, dass es unser Ziel ist, ein Lehrling, ein Jünger von Jesus zu sein. Und ein Lehrling von Jesus zu sein bedeutet, von ihm zu lernen und mit ihm zusammen zu sein. Und da haben wir letzten Herbst zum Beispiel darüber geredet, dass es wichtig ist, dass wir lernen, auf Jesus zu hören, auf Gott zu hören. Aber ein Jünger von Jesus zu sein bedeutet auch, so wie unseren Lehrmeister zu werden, so wie Jesus zu werden. Und Jesus hat einen ganz normalen und einen tiefen Umgang gehabt mit Leiden, mit Trauer, mit Tränen. Es gibt eine interessante Stelle im Hebräerbrief. Für Jesus ist Trauer anscheinend keine Seltenheit gewesen. Dort heisst es im Hebräerbrief, Kapitel 5, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, einfach zur Erinnerung, ganz ein normaler Mensch, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet. Ich weiß nicht, wer von euch so betet, so in der Regel. Ich weiß auch nicht, ob das passt zu unserem Bild von Jesus, dass er unter Tränen betet hat. Oder im Alten Testament finden wir in einer der wichtigsten Prophetien auf Jesus hin, im Jesaja-Buch, Kapitel 53, das heisst, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen. Ich meine, stellt euch mal die Beschreibung vor. Das ist dann nicht nur, er hat so ab und zu Leid und Not erlebt, er war der Mann der Schmerzen gewesen. Und jetzt geht es nicht darum, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, wir müssen in unserem Leben Schmerz und Leid irgendwie so suchen und irgendwie uns das aufladen. Ich glaube, wir alle erleben genug Schmerz und Leiden in unserem Leben, dass wir das nicht extra suchen müssen. Aber es geht darum, dass wir bei Jesus sehen, wie er mit dem umgegangen ist und wie er einen Weg durch das Leiden und durch den Schmerz gefunden hat. Und über das werden wir heute Morgen ein bisschen reden. Das Erste ist, wir werden 2 Geschichten mit euch anschauen, wo wir sehen, wie Jesus gebrüllt hat. Und die erste Geschichte, die wir uns anschauen, haben wir schon gehört in der Lesung. Die ist im Johannesevangelium, Kapitel 11. Das ist eine lange Geschichte, wenn ihr sie mal daheim nachlesen wollt. Das ist sehr spannend. Ich werde nur ausschnittweise etwas davon bringen. Es geht eigentlich darum, dass ein guter Freund von Jesus, der Lazarus, gestorben ist. Und der Lazarus hat Geschwister, 2 Schwestern, Maria und Martha, und auch das sind gute Freunde von Jesus. Und Jesus taucht auf im Dorf, wo sie waren, nämlich in Bethanien, schon, wo der Lazarus tot war. Der ist schon im Grab gelegen. Und dann lesen wir eben dort, das sind die Verse ab Vers 33, dort heisst es, Jesus sah, wie sie weinte, also es ist Maria, und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte, wo ist sein Grab? Sie antworteten, Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Jesus reagiert tief erschüttert in dem Moment. Und es war nicht nur so, dass er so ein bisschen bewegt war, sondern da ist wirklich ist Jesus das tiefst innen bewegt von dem, was da passiert ist. Im Vers 33, kannst du mir vielleicht die Stelle nochmal einblenden, im Vers 33, wo da übersetzt wird, mit im Innersten zornig und tief erschüttert, ist im Griechischen ein Verb, das eigentlich wörtlich bedeutet, anschnauben. Also stellt euch vor, ihr seid so richtig verrückt auf irgendjemand oder irgendetwas und ihr bringt das so mit so einem Schnauben zum Ausdruck. Das ist eigentlich der Ausdruck da. Jesus hat vor Zorn geschnaubt, also kannst du eben irgendwie so nicht übersetzen, darum tut man es so ein bisschen
schön übersetzen. Aber das ist wirklich das tiefste innen raus, bringt Jesus da Zorn zum Ausdruck. Und nachher im Vers 35, das wird in dieser Übersetzung, das ist die Basisbibel, korrekt wiedergegeben. Dass es heisst, da brach Jesus in Tränen aus. Manche Übersetzungen haben, ja, Jesus ist dann auch noch ein Tränchen runtergekullert. Aber das ist nicht, was da abgeht. Jesus ist in Tränen ausgebrochen. Er war so tief bewegt von dem. Und jetzt ist die gute Frage, die grosse Frage, warum reagiert Jesus so? Warum reagiert Jesus so emotional, so zornig in dem Moment? Weil wir haben ja die Geschichte gehört, wie sie weitergeht. Jesus ist gekommen, um den Lazarus von den Toten aufzuwecken. Er hat gewusst, dass das Ganze ein gutes Ende nimmt. Er ist extra gekommen auf Bethanien, um seine Macht zu zeigen und den Lazarus von den Toten zu verwecken. Und er weiß, dass es gut rauskommt. Warum reagiert er denn in dem Moment jetzt so tief innerlich bewegt? Ich würde sagen, Jesus ist einfach vom Zorn über das Böse und den Tod in dieser Welt in dem Moment tiefst innen bewegt gewesen. Es ist über ihn gekommen, weil er den Moment, weil er die ganze Trauer, den ganzen Schmerz, das ganze Leiden gespürt hat. Und versteht ihr, es ist die Macht vom Bösen in dieser Welt, wo im ständigen, andauernden Kampf ist gegen alles Gute, das Gott in dieser Welt geschaffen hat. Gegen alles Schöne, gegen alles Leben ist die Macht vom Bösen dauernd am Kämpfen. Und der Tim Keller in seinem super Buch, das ist über das Thema Gott im Leid begegnen, er schreibt über diese Stelle, Jesus ist wütend auf das Böse, den Tod und das Leiden und auch wenn er Gott ist, ist er nicht zornig auf sich selbst. Was er mit dem Wort sagt, ist Folgendes. Das bedeutet, dass das Böse der Feind Gottes guter Schöpfung und von Gott selbst ist. Also Gott ist nicht der, wo das Böse macht oder irgendwie Freude hat daran. Sondern das Böse ist immer der Feind von Gott in dieser Welt. Und da sehen wir, dass der Gott von der Bibel, und ich betone, der Gott von der Bibel ist ein Gott, wo der Schmerz vom Tod, der Schmerz vom Leiden, der Schmerz vom Verlust nicht einfach nur theoretisch kennt, weil er ja irgendwie allwissend ist und darum alles weiß, sondern der Gott von der Bibel kennt den Schmerz durch Jesus aus Erfahrung. In Jesus hat Gott selber den Schmerz erfahren, das Leiden vom Tod. Und das werde ich dir einfach zusprechen, wenn du vielleicht durch eine ganz schwierige Phase in deinem Leben durchgehst. Wenn du mit Verlust zu kämpfen hast, dann werde ich dir einfach sagen, Gott ist an deiner Seite. Und er empfindet über deinen Schmerz, über dein Leiden, so wie er da am Grab vom Lazarus empfunden hat und in Tränen ausgebrochen ist. Darüber, dass immer noch so viel Leid und so viel Böses in dieser Welt ist. Und das ist die erste Form, die unsere Trauer annehmen kann. Und ich zeichne euch das einmal mit so einem Emoji. Ich hoffe, ihr seht es. Es ist der Zorn. Trauer aufgrund von Zorn. Darüber, dass es in dieser Welt immer noch Tod und Krankheit und Leiden gibt. Und schaut, das ist eine berechtigte Form von Zorn. Jesus war zornig darüber und auch wir dürfen über diese Sachen Zorn empfinden. Wir haben einen von diesen Buben, die bei uns in dem Kinderprogramm waren, in der Kinderinsel, der ist über ganz lange Jahre mit uns verbunden geblieben. Und er ist dann irgendwann eben nicht mehr Bub gewesen, sondern Teenie geworden. Und als er Teenie geworden ist, ist seine Mutter ganz überraschend an einer Lungenembolie verstorben. Und ich weiss noch, den Moment, wo wir sind dann hingegangen, sie war aufgebahrt,
Wir sind dann hingegangen und sind an dem offenen Sarg gestanden. Und in dem Moment habe ich etwas gespürt, glaube ich, von dieser Wut, von dem Zorn über den Tod. Ich glaube, etwas von dem, was Jesus gespürt hat am Grab von Lazarus. Und schaut, ich frage mich, ob wir das noch spüren. Ob wir solche Gefühle noch zulassen in unserem Leben. Und schaut, wenn Jesus zornig war über solche Sachen, über den Tod, dann dürfen wir das auch sein und wir dürfen das auch zulassen. Und ich frage mich das gleichzeitig, haben wir noch so Gefühle? Sind wir noch zornig über das Leid und den Tod in dieser Welt? Oder sind wir relativ gleichgültig geworden? Aber Jesus hat das zutiefst innen empfunden und hat die Gefühle auch zum Ausdruck gebracht. Das ist das erste, Trauer aus Zorn, dass das Böse noch so viel Macht hat in dieser Welt. Das zweite ist eine Trauer, wo ich würde sagen, ist eine Trauer aus Enttäuschung. Da wieder so ein Kürbiskopf. Das müsste jetzt die Enttäuschung darstellen. He? Es gibt eine zweite Szene, die ich berührend finde bei Jesus. Die ist im Lukas-Evangelium, wo Jesus brüllt. Dort heißt es, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, das Jerusalem, weinte er über sie. Und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Ich würde jetzt da sagen, Jesus brüllt nicht unbedingt aus Zorn über das Böse, sondern da spürt man etwas von seiner Enttäuschung und Schmerz darüber, dass nicht mehr Leute ihn und seine Botschaft annehmen und verstanden haben. Der Schmerz darüber, dass in seiner Zeit nicht mehr Leute umgekehrt sind. Jesus brüllt darüber, dass da eine ganze Stadt eine Entscheidung gegen ihn getroffen hat. Und ich meinte, da sieht man etwas davon, dass Jesus sich seinen Dienst ein bisschen anders vorgestellt hat. Ich glaube, Jesus hat sich am Anfang schon noch erhofft, dass mehr Leute auf ihn hören. Dass mehr Leute ihn und sein Reich, das er vom Vater bringt, mit offenen Armen empfangen. Ich bin mir sicher, Jesus hat von Anfang an mit Widerstand gerechnet und mit Widerstand gelebt. Aber da sehen wir etwas davon, dass Ablehnung. Versteht ihr, wenn wir Gott ablehnen, dann geht das nicht spurlos an Gott vorbei. Gott ist nicht einfach irgendwie ein Klotz im Universum, wo völlig egal ist, ob Menschen sich für ihn interessieren oder nicht, ob sie ihn ablehnen oder nicht. Da sehen wir etwas davon, vom Schmerz von Gott, dass Menschen ihn ablehnen, nicht nach ihm fragen. Und das ist das tiefste innen eine Trauer für Jesus. Und er redet dann auch über Konsequenzen. Er redet da im Stil von so einem Prophet aus dem Alten Testament, oder? Er sagt, dass Feinde werden Jerusalem angreifen und werden die Stadt zerstören. Und Jesus hat Recht behalten. Im Jahr 66 bis 70 nach Christus ist ganz Jerusalem bodengleich gemacht worden. Es hat Konsequenzen. Wenn Menschen sich von Gott abwenden, wenn Menschen gottlos leben, dann hat das Konsequenzen in unserem Leben. Dann hat das Konsequenzen in ihrem Leben. Es ist das, wo die Bibel mit dem Begriff Gericht von Gott beschreibt. Dass es Konsequenzen hat, wenn wir gottlos leben. Ich habe es mal so formuliert. Gott hat keine Freude am Leiden und am Bösen. Das Böse ist der Feind Gottes. Das haben wir gerade vorher davon gehabt. Aber wenn wir gottlos leben, dann müssen wir uns nicht über die Konsequenzen wundern. Das ist das, was Jesus da über Jerusalem sagt. Er sagt, wenn ihr mich ablehnet, dann müsst ihr nicht euch wundern, wenn ihr Konsequenzen davon tragen müsst.
Es ist so ein bisschen so, wie wenn man ein unbehandeltes Stück Holz nimmt und jedes Holzstück hat ja eine Faserung in eine gewisse Richtung. Und wenn man gegen die Faserung fährt, über unbehandeltes Holz, dann wissen alle, was passiert. Man holt sich ziemlich sicher Spriessen. Und schaut, das Leben, wie Gott es geschaffen hat, hat eine gewisse Faserung, hat eine gewisse Richtung. Wenn wir aber uns gegen diese Faserung bewegen, drüber fahren mit unseren Händen, dann werden wir in unserem Leben Spriessen davon holen. Das ist das Gericht Gottes. Das ist die Konsequenz davon, dass die Welt, dass das Leben von Gott geschaffen ist, eine gewisse Faserung hat, eine gewisse Richtung hat. Und wenn wir voll dagegen gehen, werden wir Spriessen davon tragen. Und ich habe mir so in der Vorbereitung gedacht, ich meinte, dass die Trauer aus Enttäuschung, dass Sachen vielleicht nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen, dass Leute in unserem Umfeld Entscheidungen treffen, wo wir vielleicht negative Konsequenzen davon tragen, dass wir selber solche Entscheidungen treffen im Leben, die uns irgendwo in eine falsche Richtung bringen. Die Trauer aus Enttäuschung, meinte ich, ist uns nicht so bekannt. Aber sie ist gerade so real. Sie ist gerade so schmerzhaft. Die Trauer aus Enttäuschung. Und ich glaube, auch diese Gefühle dürfen wir aufkommen lassen. Auch diese Gefühle dürfen wir zum Ausdruck bringen. Aber ich möchte auch noch betonen, es gibt auch Konsequenzen in unserem Leben, die nichts mit Gottlosigkeit zu tun haben. Also nicht alle Konsequenzen in unserem Leben ist Konsequenz von Gottlosigkeit. Das Leben bringt auch einfach Verlust und Veränderungen mit sich. Also Leute können in unserem Umfeld Entscheidungen treffen, zum Beispiel den Wohnort wechseln, und das macht uns traurig. Aber wegen dem war das nicht eine falsche Entscheidung von diesen Personen. Also das Leben an sich, weil sich das Leben entwickelt, weil wir alle dem Tod entgegengehen, wird das Verlust und Veränderung und auch Schmerz und Trauer in unserem Leben mit sich bringen. Also auch wenn nichts Böses dahinter steckt, keine bösen Absichten, kann es sein, dass wir vielleicht gerade jetzt eine Trauerphase erleben, weil sich etwas verändert hat, weil etwas zu Ende gegangen ist, weil etwas sich nicht so entwickelt hat, wie wir es uns gewünscht haben. Also das sind so zwei Arten, glaube ich, von Trauer. Trauer aus Zorn, aus Wut und Trauer aus Enttäuschung heraus, wo wir vielleicht aus unserem eigenen Leben auch kennen. Und jetzt ist aber noch die gute Frage als Drittes, wie wir Trauer ausleben können oder wie wir in dem Innen einen Weg finden. Und ich habe euch einfach vier kurze Punkte mitgebracht, wo man anhand von dem Begriff Trauer sich hoffentlich merken kann. Also das wäre es. Das T steht für Tränen oder Emotionen. Ich glaube, alles fängt damit an, dass wir uns mal eingestehen und zulassen, dass wir die Trauer zulassen. Dass wir vielleicht auch Tränen zulassen, dass wir vielleicht Emotionen zulassen. Es kann sein, dass wir aufgrund von unserer Erziehung, aufgrund von unserer Herkunft, aufgrund von unserer Erfahrung, meinen, dass wir das eigentlich nicht zulassen dürfen. So die Sprüche wie «Buben brüllen nicht» oder «Männer zeigen keine Schwäche» etc. etc. Das können Aussagen sein, die ganz tief drin stecken. Und wir uns gar nie eigentlich abgewöhnt haben, solche Emotionen wie Trauer zuzulassen. Und vielleicht ist ein erster Schritt, dass wir überhaupt wieder an die Emotionen in uns ankommen, weil die vielleicht zudeckelt sind, ganz tief drin. Und schau, vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, da bist du eigentlich schon seit Jahren tief traurig drüber. Aber du hast noch nie zugelassen, dass die Trauer in dir aufkommt. Dass du vielleicht kannst sprühlen, dass du vielleicht die Trauer anders zum Ausdruck bringst. Vielleicht, dass auch eine gewisse Wut, ein gewisser Zorn darf aufkommen. Also es fährt schon mal an, dass wir das überhaupt zulassen. Und vielleicht haben wir gewisse Sachen einfach sehr verdrängt in unserem Leben. Das Zweite, denn das R steht für die Ruhe. Wenn dann solche Emotionen kommen, wenn die Trauer in uns aufkommt,
dann braucht es eigentlich auch die Ruhe und Zeit, um die Emotionen zu durchleben. Und ich glaube, das ist manchmal eine Herausforderung, sich in so Emotionen reinzugeben. Den Schmerz überhaupt zuzulassen und auszuhalten. Und es ist wichtig, dass man auch da anderen Menschen gerade auch Zeit lässt. Es ist nicht sehr hilfreich, wenn man dann immer gerade sagt, ja, weisst, Gott meint es immer noch gut und es kommt alles sicher gut in deinem Leben. Weisst, jetzt musst du einfach einen Schritt weitergehen und so. Das ist manchmal nicht hilfreich. Manchmal ist es einfach Zeit, sich die Ruhe und Zeit zu lassen, um so eine Trauer durchzuleben. Ich habe vor ein paar Jahren bemerkt, dass immer so im Spätsommer, dass ich so ein Down hatte, so ein emotionales. Ich habe nicht gecheckt, was der Zusammenhang ist, bis ich verstanden habe, dass das immer der Moment ist, wenn meine Eltern wieder zurückgegangen sind auf Afrika in den letzten 10 Jahren. Und ich habe gemerkt, dass jedes Mal, wenn sie wieder gehen, in mir eine Trauer da ist, dass sie dann wieder so weit weg sind. Und ich habe mir wie müssen das eingestehen, dass die Trauer jedes Mal kommt, und es wird im Fall nicht besser, auch nach 10 Jahren nicht, jedes Mal eingestehen, dass die Trauer wieder kommt und dass ich mir auch wie eine gewisse Zeit muss lassen muss, die Trauer zu erleben. Und das einfach einzugestehen und die Emotionen wie zuzulassen. Das ist die Ruhe. Dann das A, U kommt zusammen. Geht weiter mit Aushalten. Wenn du vielleicht jetzt gerade in einen grossen Verlust erlebt hast oder in so einer Zeit drin bist, ist das vielleicht der schwierigste von allen Punkten. Dass es darum geht, dass man so Sachen auch einfach mal mit aushalten. Weil die Gefühle, die können sich, die Zeit von der Trauer, die Zeit vom Verlust, das Gefühl kann sich sehr lang hinziehen. Es kann auch sein, dass so ein Gefühl mal weggeht und dann wieder kommt. Und ich meinte, dass Aushalten und Geduld eine der schwierigsten Lektionen ist, die wir mit Jesus am Lernen sind. Der Pete Scazzero, auch in einem sehr guten Buch zu diesem Thema, hat er geschrieben, inmitten von Verlusten auf Gott zu warten, widerspricht menschlichen Instinkt. Also das tiefste Innere widerspricht uns, dass wir das nicht aushalten und Geduld haben. Und widerspricht auch unserem Wunsch nach schnellen Lösungen. Wir wetten eigentlich gerade schnell, dass alles gefixt ist, dass alles wieder gut ist, dass alles sich wieder anfühlt wie früher. Aber gerade wenn zum Beispiel sich Lebensumstände ändern, wenn wir in eine neue Lebensphase hineinkommen, dann wird sich das Gefühl von, es ist einfach alles gut, vielleicht nicht so schnell wieder einstellen. Und gerade in dieser Zeit vom Aushalten ist es so wichtig, dass wir nicht allein sind. Und zum Glück sind wir da irgendwie fast 140 Leute. Also du bist nicht allein in deiner Trauer. Wenn du eine kleine Gruppe hast, wenn du Freunde hast, dann redet auch über das und helft einander. Lasst uns einander helfen, die Trauer auszuhalten. Und vielleicht ist auch etwas Wichtiges in dieser Zeit, dass man sich einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin sucht. Und auch da haben wir richtig gute Leute bei uns in der Lenzkirche, wo du vielleicht auch mal zu einem Seelsorger kannst gehen und über das Thema vom Aushalten in der Trauer reden. Und dann das Letzte noch, das E und das R steht zusammen für Ermutigung. Wenn wir an Gott festhalten, durch die Zeit des Trauers, wenn wir es aushalten, dann ist die grosse Verheißung in der Bibel, dass etwas Neues daraus entstehen kann. Etwas Gutes kann entstehen aus diesen Zeiten. Es gibt einige so Zusagen in der Bibel, eine, die mich immer wieder einfach auch irgendwie herausfordert, finde ich im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 6, dort heißt es, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und ich frage mich immer wieder, kann man denn so etwas sagen? Kann man im gleichen Satz von Freude und Leiden reden? Kann man davon reden, dass man sich gleichzeitig kann freuen und gleichzeitig grosse Verluste, grosses Leiden kann durchleben? Das geht in unserem Denken nicht zusammen. Schlichtweg. Das passt doch nicht zusammen. Aber der Vers und der Kontext
liegt nahe, dass das wirklich geht. Dass Freude und Leiden kann zusammengehören. Und wir müssen vielleicht verstehen, von was für einer Freude man da redet. Der Petrus redet nicht von dieser oberflächlichen Happy-Clappy-Freude, wo man so, juhu, alles ist gut. Sondern er redet von dieser Freude, die Gott uns schenkt. Und der Zusammenhang, glaube ich, ist folgender. Dass Trauer und Leiden uns kann, sollte, müsste, näher zu Gott treiben. Näher zu Gott schieben. Und wenn wir in der Nähe von Gott mehr verstehen, wer Gott ist, wer wir sind und was Gott für uns da hat, dann kann im Leiden innen eine Freude entstehen, die tief innen etwas verändert. Ich glaube, das ist die Ermutigung in all dem innen. Und schau, das ist nicht unbedingt ein Ablauf so von T zu R zu A zu R, sondern das sind einfach, das können verschiedene Phasen sein, die auch immer wieder kommen in so einem Trauerprozess innen. Und ich werde zum Schluss kommen. Und es ist immer wichtig, an dieser Stelle eine neue Beobachtung weiterzugeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder lernen zu trauern. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo wir uns unheimlich schnell können über alles Mögliche empören. Oder? Wir empören uns über Politiker und über die Lehrer und über Fußballer und über alles tun wir uns empören, über den Krieg in der Ukraine, über das und jenes. Wir empören uns, wenn wir alles so schlimm finden. Aber vielleicht müssen wir wieder anfangen zu trauern. Vielleicht ist unsere Empörung eigentlich ein falscher Ausdruck von unserer Trauer. Weil sich die Zeiten ändern, weil sich Sachen nicht mehr so anfühlen wie früher und eigentlich sind wir am Trauern. Eigentlich müssten wir eine Trauerphase durchgehen, weil vielleicht der schöne 70-jährige Frieden bei uns in Westeuropa langsam zu Ende geht, weil gewisse Beziehungen sich in unserem Leben verändern und das Trauer auslöst in unserem Leben. Und in der Bibel hat es so viele Menschen gehabt, die ihre Trauer in Gebet gefasst haben. In den Psalmen hat es so viele von diesen Klagepsalmen. Geht dort mal her und lesen mal. Und ich werde mit dem Gedanken abschliessen. Ich habe es mal so formuliert. Trauer und Verlust zu erleben, ist nicht einfach eine unwillkommene Störung, so etwas, wo wir auf jeden Fall auf die Seite schieben müssen. Sondern wenn wir es durchleben, glaube ich, macht es uns im besten Sinn menschlicher. Macht es uns im besten Sinn mehr zu den Menschen, wo Gott sich gedacht hat, wir werden im besten Sinn ähnlicher wie Jesus. Der Mann von den Schmerzen. Und mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir nach dieser Predigt jetzt heute nicht einfach sagen, oh ja, schön gewesen, hey, schöne Worte und so. Sondern, dass wir auch überlegen, wie können wir das in unser Leben anfangen umsetzen. Auch zu einer Gewohnheit machen. Und ich habe euch einfach zwei ganz kurze Übungen wieder mitgenommen, die ich vielleicht begleiten könnt, euch im Alltag. Das erste ist, formulier deinen Verlust und deine Trauer. Und du kannst das auch nachher gerade noch machen, in diesen Liedern, die wir nachher singen. Hinten hat es so Tischli mit Zedern, da kannst du auch deine Trauer formulieren und du kannst sie am Kreuz anpinnen. Es hat auch so Reissnägel. Nicht zum Sagen, verstehe mich nicht falsch, wir bringen es ans Kreuz und dann ist alles für immer vorbei, sondern zum Trauer formulieren. Sie beim Namen nennen, was ist denn das, was wir als Verlust und Enttäuschung erleben. Und das Zweite auch für unseren Alltag, fangen wir wieder an, Klagepsalmen lesen. Das ist so schön, wie die zum Ausdruck kommt, wie Leute Wort gefunden haben für Trauer, für Enttäuschungen, für Verlust. Und ich möchte doch einfach einladen, jetzt in eine Zeit, wo wir vielleicht das einfach zulassen, dass gewisse Emotionen da auch aufkommen, gewisse Trauer vielleicht auch. Es hat auch Leute hinten, die man für sich oder mit ihnen beten kann. Und ich möchte jetzt einfach für die Zeit noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir bei dir sicher sein dürfen. Und dass das jetzt heute Morgen einfach auch ganz ein sicherer Ort ist in deinen Armen. Wo wir dürfen Gefühle, wo wir dürfen Emotionen auch zulassen. Die Trauer. Sachen, die uns vielleicht schon lange tief traurig machen. Und danke, dass wir in guten Händen sind bei dir.
Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns ein Vorbild bist, wie du mit Trauer umgegangen bist. Du hast es durchlebt. Und so, wie wir vielleicht trauern über Sachen, so stehst du an unserer Seite, wie du am Grab von Lazarus gestanden bist und brüllst mit uns. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, die Zeit, komm und wirk du. Bring du Trost, was nötig ist. Bring du neuen Lebensmut. Red du Wort vom Leben in diesem Moment hinein.